Tja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Oh, ich bin gerade aufgestanden. Also, Kühe haben wir zum Glück nicht, wir wollen nicht so früh aufstehen. Bin gerade hier am Kaffee trinken. Nur. Raus. So. Ja. Was liegt heute an? Ich bin heute Morgen. Ich bin schon seit dem. Ja. Bin gerade aufgestanden. Aber. Wir haben ja so ein kleinen Helfer. Der ist durch die ganzen Kurbeln, also mal rumgefahren, wie das nun aussieht. Ich hab gestern Abend noch gedüngt. Ah, da hab ich mir gedacht. Hat er auch gesagt, du, wir müssen mähen. Da hab ich gesagt, Alter, scheiße, wir sind schon voll noch am Sehen, am Meistern und müssen wir auch noch mähen. Da hab ich gesagt, ja, besser ist er, ne? Du wirst ja zweimal mähen und dann zusammensparen, ne? Da hab ich gesagt, ja, stimmt. Mal tun, ein bisschen dran machen. Dann hab ich gesagt, scheiße, ne? Ja, dann nützt du nix, ne? Irgendwo mähen. Gewicht ab, Frontlader ab. Und wollen wir mal mähen. Erstmal eine Wiese anfangen oder was? Hm, knall ich auch noch gegen, also ich verbrauche mal. Oh. Wir haben gestern herbeigefahren. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe den Wagen, habe ich, ja. Also, zwei unten, zwei oben. Gestapelt. Dann habe ich den zusammengeklappt. Also, dass er dann die Klappe zumacht und sich runterbiegt. Ich habe für die erste Reihe wieder runter. Also. Habe ich mir gedacht, kaufst du den Autolot-Anhänger. Da wird mir zu blöd. Ja, den haben wir hier reingefahren. Da haben wir gestern auch noch Klingen reingeknallt. Dann das andere Mähwerk, da sind die Klingen noch in Ordnung. So, nur mal anfangen zu mähen. Wir müssen ja nicht alles mähen. Ein paar Mal rum. Anleuchten. Ist nicht an? Ja. So. Nicht, dass wir irgendwo gegenballern. Machen wir die Wiese hier gleich. Ja. Der Mais, den wir gedreht haben. Der ist schon in der ersten Wachstumsstufe. Oder in der zweiten sogar schon. Alter. Krass, ist aber hoch hier. Alter Schwede. Haben wir die Fläche überhaupt? Müssen wir eigentlich haben. Ne, haben wir nicht. Das ist nicht gut. Müssen wir noch kaufen. Dann müssen wir gucken, welche wir jetzt machen, weil ich glaube, die, wo wir jetzt hinfahren, die haben wir auch noch nicht. Ja. Müssen wir die zwei machen, oder die zwei, die Wiese. Ja, ich habe gestern, ach, ich muss mal mein OBS aufmachen hier. Und was ich Minuten weiß. Hab gestern, ja, wie gesagt, gedüngt. Geht ja ziemlich fax und dann habe ich, also fix. Und hab ich geguckt. Alter, steht überall benötigen Kalk, ne? Natürlich kalke ich ja die beiden Flächen, die wir gedroschen haben gestern und wo wir Bein gefahren haben, die kalke ich ja auch. Das eine beim Shop, der muss geflüht werden, ne? Hab ich mir auch gedacht, scheiße, Anu. So, die müssten wir eigentlich haben hier, ne? Oh, Heckmähwerk ausklappen. Gehen die gleichzeitig runter, wenn ich 23 drücke? Ja.
22 war das. Alter, das ist so hügelig. Aber das ist auch nicht krass drauf. Und wenn wir. Wenn wir das nun nochmal nehmen wollen, dann Prost Mahlzeit. Ja. Wollen ja alles mähen, dann braucht die Straßenmeisterei nicht mehr so viel machen. Ich denke mal, wir streamen heute Abend nochmal. Aber ich habe um 4:30 habe ich einen Termin beim Krankengymnastik wieder. Da müssen wir mal schauen. Wenn jetzt einige sagen, so mäht man nicht, stimmt. Das stimmt. Weil 9 Jahre auf Bauernhof, wo es mir echt gefallen hat, da habt ihr, wo meine Allergie Disco gespielt habt, habt ihr es glaube ich auch gesehen. Nee, da haben wir nicht rumgemäht, ne? Doch, da habe ich gekehrt, wo er schon 2 Mal rumgemäht hatte. Man mäht nicht so Frog-Mähwerk an die Kanten, sondern man mäht andersrum. Heckmähwerk, also wir haben ja auch 2 Kuhmähwerke. Das hier zum Beispiel, also praktisch, das hier. Ein Frontmähwerk mit Kuhn. Von Kuhn. Man mäht einfach das Heckmähwerk immer an die Kanten lang führen. Ja? So mäht man theoretisch. So, da wir jetzt auch. Gut, er hat zu kämpfen, das ist klar. Er ist so ein kleiner Trecker. Den behalten wir auch. Ne, weil wir für Frontlader arbeiten, wir wollen vielleicht Schweine haben, statt Kühe, aber wir haben Kühe. Was, wir haben einen Schweinestall? Glaube ich nicht. Verkaufen wir den Kuhstall und machen Schweine. Schweine sind deutlich einfacher. Oh. Nee, wie ich einfach gerade runter mal. Finde ich jedenfalls. Können wir mal schnell gucken. Eigentlich wollen wir mähen, ne? So, Garage. Ja, Kuhstall, Hühnerstall. Oder wir machen Kühe, ja. Gut, ist halt so, ne? So, ich wollte mich eigentlich nochmal bedanken für die neuen Abos, die reingekommen sind. Wir haben jetzt 647. Ich hoffe, wir kommen die 700 mal ein bisschen näher. Sei auch in diesem Video. Wenn ihr das Video nicht ganz durchguckt, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, ihr guckt euch das an. Ja. Ich will bei 700 oder 750 will ich einen 12-Stunden-Stream machen. So, bei mir läuft das ja schulisch nicht so gut, dass ich vielleicht in die Ausbildung gehe. Ne, deswegen müssen wir halt gucken. Ich wurde vorhin angerufen, deswegen bin ich auch zu Hause, dass ich ein Vorstellungsgespräch habe. Nächste Woche. Nächste Woche Montag. Und ja, mal gucken, als LKW-Fahrer. So, ja, und bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich an Timo und an Cody, meine super Supporter, und Timo, der hilft mir hier so schön auf der Karte, ey. Und wir haben gestern einen Kumpel, der, ich glaube, der ist von Timo oder so, der wollte bei uns auf dem LS19 Server helfen, aber ich habe ihm gesagt, solange Max nicht hier ist, wird nicht darauf gearbeitet. Weil es bringt nichts, wenn man seine Freizeit dafür opfert. Uns zu helfen ist ja auch alles schön und gut, aber der Server läuft am 1.2. aus. Und ich werde die nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Ne? Ich will jetzt, wenn ich am 1.2. anfange zu arbeiten, ne, dann will ich Ende Februar, wenn ich mir das Lenkrad selber kaufen. Machen wir keine Versteigerung oder sowas? Nee. Ne. Toll, dass du das wirst. So, ich werde gleich erstmal weiter kalken. Ne?
Weil die Fläche hier, die braucht unbedingt Kalk. Die hier, die muss gepflügt werden. Müssen wir uns auch noch einen Pflug kaufen. Muss gepflügt werden, ja. Ja. Die 18, Entschuldigung, die 18 muss auch gepflügt werden. Was ist da drauf? Soja. Ja, dann kann eine kleine Fan auch mal fliegen. Kaufen wir uns nicht so einen großen Flug. Ah, scheiße. Der geht ja später runter. Ja, machen wir die 15 Minuten voll und dann. Gut, dass wir hier jetzt außerhalb des Dorfes sind, sonst würden die aus dem Dorf würden sich dann aufregen, warum Mädel denn so früh? Und ich meine, ich habe viele Wiesen zu mähen. Viele Wiesen zu mähen. Und ja, ich will jetzt wieder Videos rausbringen. Das Video hat mir schön gefallen. Sehr gut. 50 Aufrufe. Muss ich aber betonen, wir brauchen nur noch 50 Aufrufe oder 40 Aufrufe, um die 53.000 Klicks zu knacken. Ja. Deswegen, ich gucke mir das jetzt an. Das ist jetzt das zweite Video, was wir jetzt rausbringen. Und ja, wenn das gut läuft mit den Aufrufen hier und so, wenn das ist auch bei den Streams so, ne? Wenn ich so 23 Aufrufe habe oder so nach einem Tag oder nach zwei Tagen, dann lösche ich das Video. Oder lösche ich den Stream, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir jetzt mal heute Abend streamen, ne? Der nur 23 Aufrufe hat, so gut gestern ging es, der hat 30 gehabt, weil 30 ist auch schon eine gute Zahl. Wenn er 23 Aufrufe hat oder so, dann lösche ich ihn. Das hat keinen Sinn, ne? Und ich meine, Videos ist ja auch besser zu schauen. Und ich muss von einer Seite sagen, ich weiß, die mich abonniert haben, da war ich mal vorgestern Abend im Stream drin, ne? Ja, die haben mich, also der hat erstmal geguckt, ne? Oder ist bei mir auch so, teilt diesen Stream, ne? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade nicht live, sonst würde ich die create. Und guckt das auf meinen Kanal, 600 Abos, ne? Und dann kam da noch einer bei ihm im Chat und noch einer, glaube ich, und die fragen, ob ich die raiden kann. Ja, das würde ich auch gerne machen, aber das liegt ja von meinen Abos an, ne? Weil, wenn jetzt meine Abos sagen, gut, wir machen es, wir raiden ihn mit, aber dann muss ich zu sagen, wenn ihr jetzt meine Videos guckt, ne? Oder das Video jetzt. Ich hänge da nicht dran, wenn meine Abos sagen, nach zwei Tagen oder nach drei Tagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, den Abo für mich da zu lassen und dann nehmen sie das wieder weg. Ja, das hängt nicht von mir ab, ne? Das hängt von meinen Abos ab. Aber dazu muss ich, das muss erstmal kommen, dass wir das reden. Ne? Der eine ist wohl heute Abend wieder live oder beide, weiß ich nicht. Aber ich muss erstmal genug Zuschauer haben, dass ich die überhaupt reden kann. Ne, weil, wenn ich sie raiden soll mit 5 Zuschauern, bringt das nichts. Ja, da muss man schon, das habe ich auch gelernt, da muss man auch schon mehr Zuschauer haben, dass man die raiden kann. Ne? So. Das war sozusagen Probemähen. Ich wollte gucken, wie scharf die Klingen sind. Vom Frontmähwerk. Vom Heckmähwerk waren sie ja schon ausgenutzt, das kannst du vergessen. Und wir mähen jetzt mit den beiden Mähwerken. Ich kaufe mir jetzt keine neuen, weil ich muss, wie gesagt, Kalk kaufen, Alter. Es kann sein, dass wir heute Abend noch ein Minus reinkommen, deswegen muss ich auch noch rapstreschen. Ich trinke viel Kaffee, ja, bestimmt. Rapstreschen, dass wir Geld reinkommen. An Geld reinkommen. Rankommen, sorry. Was kriegen wir denn gerade? Raps 700. Baumwolle ist auch gut. Sonnenblumen steht auch gut. Soja steht auch gut. Soja ist gut. Dann die große Kolbe mit Soja. Also hier ist schönes Gras drauf, muss ich ehrlich sagen. Das Gras kommt die BGA. Ist genauso wie der Mais. Wir wollen jetzt, wenn wir tatsächlich die 750 schaffen, wenn wir das alles fertig haben mit Drillen und Mähen und Samenschwaden und so,
Dann wollen wir einen 12-Stunden-Stream machen. Und das machen wir dann in 12-Stunden-Stream. Grashexen inklusive Maishexen. Ja. Also, legt euch uns frei. Hm? Würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir das mal schaffen. Wir hatten schon die 700. Wir sind schon fast bei den 800, aber durch das Problemchen, dass ich Spam-Konten drauf hatte, was ich nicht sehr lecker finde, sind die wieder zurückgegangen. So, jetzt haben wir 15 Minuten. Können wir ein bisschen länger machen, wir mähen hier einmal rum. So, das sind die Sojabohnen hier. Wer sie noch nicht kennt. Gut. Braucht die Straßenmeisterei nicht so viel machen. Oder an den Kanten backt das immer so ein bisschen. An den Kanten backt das immer so ein bisschen, ne? Seht ihr, dass das nur ein paar Häufchen sind. Aber die Felder, die wir noch nicht haben, die müssen wir unbedingt kaufen. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen Geld cheaten wieder. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir so viel Geld an jetzt durch die Ernte noch, durch die restliche Ernte. Wir müssen uns natürlich auch Rüben und Kartoffel runter ernten. Mieten. Rüben und Kartoffel ernten müssen wir uns mieten. Na, ich fahr zum Hof. Weil wir brauchen, wir wollen alles ernten. Guck mal, die Koppel rechts kann ich nicht kaufen. Die gehört mir nicht. Aber wir wollen alles ernten und dann Kalk streuen, grubbern, sehen, düngen. Ja. Deswegen, es kann kritisch sein. Dass wir, ja gut, es braucht noch ein bisschen Zeit, bis wir die 700 oder so haben, ne? Das ist natürlich klar. Aber wenn ich ihn jetzt runterfahre, oh, das sieht gut aus. Bei dir? Oh, kann ich da nicht untergucken? Ja, die sehen auch gut aus. So, Leute, 18 Minuten. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, euch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Däumchen freuen. Das ist natürlich klar. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit, bis wir das alles schaffen, bis zum 12-Stunden-Stream. Deswegen haut rein, ne? Bleibt aktiv auch in den Streams. Wenn ihr keine Zeit habt, ist es so. Ne? Aber wenigstens, wenn ihr bei den Hausaufgaben seid, beim Zocken seid, immer den Stream nebenbei laufen lassen. Jeder Aufruf zählt, jeder Däumchen zählt, jedes Däumchen zählt, sorry. Und sei von mir aus, auf Wiedersehen, macht's gut, haut rein. Und schönen Dank, dass ihr da wart. Ciao.